In dieser Folge geht es um die Expedition des Urmeters. 1791 beschloss die verfassungsgebende Versammlung in Paris, auf Vorschlag des Akademie der Wissenschaft, die Einführung eines universellen Längeneinheit. Das neue Längenmaß, genannt Meter, abgeleitet aus dem Griechischen, was Länge heißt, soll der 10.000.000. Teil des Erdmedians sein, was die Strecke vom Nordpol zum Äquator ist. 1792 wird beschlossen, dass der Pariser Median neu vermessen wird. Dieser verläuft von der Hafenstadt Dunkirk in Frankreich bis nach Barcelona in Spanien. Damit werden die beiden Astronomen Jean-Baptiste Delambre und Pierre Michaud beauftragt. Diese Expedition sollte nur 7 Monate andauern. Beide Astronomen benutzen die Triangulation als Messtechnik, um die Entfernung von Dunkirk bis nach Barcelona zu ermitteln. Dafür setzen die Peilmarken von mehreren Kilometer Entfernung und den Abstand von den Peilmarken ermitteln sie mit dem Bordinstrument. Delambre startet seine Messung von Dunkirk und Michaud von Barcelona. Beide wollen sich in Rodeuil in Frankreich treffen. Die Expedition verzog sich durch die Wirren der Französischen Revolution, da aus Norden das preußische Heer einmarschierte und im Süden die revolutionellen Spanien angriffen. Daraufhin verwies Spanien alle Franzosen des Landes und Pierre Michaud musste sich in Hausarrest in Barcelona begeben. Ihm wurde aber zugesagt, dass er seine Messung im kommenden Sommer fortsetzen könne. Aber auch das Weiterkommen des Delambre ist immer mehr in Stocken geraten. Dieser wurde öfter als königstreuer Anhänger und als Spion beschuldigt. Im Herbst 1793 erhält Delambre ein niederschmetterndes Schreiben, dass die Akademie der Wissenschaft aufgelöst ist und Delambre wegen ungenügenden revolutionären Einsatz aus der Expedition ausgeschlossen ist. Währenddessen bekommt Michaud von der Auflösung der Akademie der Wissenschaft nichts mit und darf seine Messung im Sommer 1794 fortsetzen. In den Pyrenäen wird er von einem französischen Trupp gefangen genommen, worauf er nach Genua übersetzt. Im Genua erstellt er seine ersten Berechnungen und merkt rasch, dass er sich in Barcelona vermessen hat. Im Jahre 1795, nach der Schreckensherrschaft der Jakobiner, schließt die neue Regierung Friedensverträge mit Preußen und Spanien und die Akademie der Wissenschaft wird wieder ins Leben gerufen. Daraufhin nimmt Delambre die Vermessung wieder auf. Nach langen Zögern kehrt Michaud aus Genua und macht mit seiner Messung weiter. Im August 1779 sichtet Delambre die Kathedrale von Rodeuil, den besagten Treffpunkt der beiden Astronomen, aber keine Spur von Michaud. Dieser ist 150 Kilometer entfernt von Rodeuil und ist in eine tiefe Depression wegen seines Messfehlers verfallen. 1798 reist Michaud Ehefrau zu ihm, um ihn wieder zur Vernunft zu bringen und dass er die Messung wieder aufnimmt. Tatsächlich schafft sie es und Michaud vermisst die letzten Kilometer bis zu der Kathedrale von Rodeuil. 7 Jahre nach dem Start der Expedition kehren beide Astronomen nach Paris zurück, wo ihre Daten von mehreren Gelehrten überprüft werden, um den 10.000.000. Teil des Meridians zu ermitteln und den Meter zu bestimmen. Keinem der Gelehrten ist der Messfehler von Michaud aufgefallen und der Meter wurde von Etienne Lenoir aus Platin hergestellt. Heute wissen wir, dass der Urmeter durch den Messfehler von Pierre Michaud ganze 0,2 mm zu kurz ist. Wenn ihr keine weiteren Geschichten verpassen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren